man das oberste Brett von einem Regal? Egal. Wenn man vier Rehe übereinander stellt, sieht das aus wie ein Regal. Gutenberg war eigentlich Schreiner und spezialisiert auf Regalsysteme. Er hat den Buchdruck nur erfunden, um mehr Regale zu verkaufen. Ich bin ein großer Fan von Regal Madrid. Womit unterschreibt die dickste Frau der Welt? Mit einem Kugelschreiber. Was werden die ersten drei Worte von Donald Trump als frisch gebackener Präsident sein? Auf Englisch heißt Regal ja Shelf. Besonders belesene Menschen lassen sich gerne vor ihrem Bücherregal ablichten. Sie machen ein Shelfie. Wenn man das Wort Regal rückwärts liest, hat man ein Lager. Und vielleicht werdet ihr euch morgen an heute zurückerinnern und denken und plötzlich lag er am Boden. Dankeschön. Dankeschön. Johannes